Die Debatte um Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik ist ja gefühlt derzeit in aller Munde. Wohin mit ihnen? Was passiert mit ihnen? Und manche fragen sich sogar, wollen wir das überhaupt? Als César Rosales Miranda 1995 aus Peru nach Hannover gekommen ist, ist er zwar nicht geflüchtet, er weiß aber trotzdem, welche Schwierigkeiten auf einen zukommen, wenn man in einem fremden und neuen Land ist. Und diese Erlebnisse hat der Autor in Form von Kurzgeschichten in mehreren Lektüren verfasst. Herr Rosales Miranda, worüber genau handeln denn Ihre Kurzgeschichten? Sie handeln um die Erlebnisse, die die Migranten hier in Hannover und auch zum Teil ganz Deutschland oder Niedersachsen erlebt haben. Aber auch ich habe versucht, in den Texten nicht unbedingt das Ganze zu dramatisieren, sondern irgendwie ein Porträt von jeder Person zu machen. Sie haben mir ja jetzt im Vorfeld schon einige von Ihren Büchern hier gezeigt. Die meisten sind auch Spanisch. Wie viel von Ihnen selbst steckt denn da drin? Also von Ihren eigenen Erfahrungen? Ja, einiges. Doch einige Figuren musste ich natürlich erfassen mit eigenen Erlebnissen. Aber die sind nicht unbedingt in der Ich-Person geschrieben, sondern in eine dritte Person. Da sind Erlebnisse aus der Studienzeit, also auch danach, und es ist alles eigentlich ganz schön gemischt. Sie haben es ja gerade jetzt eben schon gesagt, Studienzeit. Sie sind ja damals 1995 als Student nach Hannover gekommen, ja. Haben sich in mehreren Städten beworben und Hannover, da hat es dann nun letztendlich geklappt und Sie konnten ja auch schon ein bisschen Deutsch. Trotzdem, wie war das für Sie, in ein fremdes Land zu kommen, in eine fremde Stadt und dann hier zu studieren? Das war ziemlich schwierig, weil eine Sache ist, wenn man eine Sprache lernt in der Theorie und in einem geschlossenen Raum, ohne weitere Praxis zu haben. Und hier wurde ich praktisch 24 Stunden lang konfrontiert mit der Sprache, und das ist ein Unterschied. Und andererseits war auch zu diesem Zeitpunkt eine ganz interessante Lage, weil die Mauerfall war gerade ziemlich frisch. Und wir hatten an der Universität viele, viele Studenten, also viele Kommilitonen von mir waren gerade gekommen aus neuen Bundesländern. Das heißt, Sie haben sich nicht so ganz allein gefühlt? Ja, könnte man sagen, ja. Was war denn so das Schönste, was Ihnen damals passiert ist? Also vielleicht Hilfe von irgendwem oder was war denn das Erlebnis, wo Sie sagen, da erinnere ich mich gern zurück in der Anfangszeit? Also ich erinnere mich ganz, ganz gerne an, ich musste eine Prüfung ablegen in Bremen, beim Goethe-Institut. Und da gab es einen Freundenkreis. Und ein altes Ehepaar hat praktisch ein Patenkind genommen. Und ja, sie haben uns die Stadt gezeigt, wir haben mit denen auch mal viel Deutsch gesprochen. Und das erinnere ich mich ganz, ganz gerne an dieses alte Ehepaar aus Bremen. Haben Sie noch Kontakt zu denen? In der letzten Zeit weniger, aber doch, ich habe mit denen noch Kontakt. Ich erwähnte es ja eingangs bereits, dass das Thema Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik derzeit in aller Munde ist. Und Sie, was würden Sie denn den Leuten sagen, die Zuflucht nach Deutschland suchen und vielleicht nicht die Möglichkeit haben, hier zu studieren, sondern tatsächlich flüchten? Was würden Sie denen raten oder sagen? Ich glaube, das ist, da könnte ich nicht so viel raten, sondern ich denke, die Politiker müssten irgendeine Struktur ausbauen, damit diese Menschen, die vielleicht mal die mehrere Chancen haben, integriert zu werden, eine Chance langfristig bekommen. Weil ich kann mir vorstellen, wenn eine junge Person nach Deutschland kommt, hat auf jeden Fall mehrere Chancen, sich zu entwickeln hier, als wenn jemand gekommen ist, die vielleicht mal nicht so oder weniger Lust durch das Alter oder unterschiedliche Gründe eine
Entwicklung bekommen. Ne? Ja, ja, also wenn man jung ist, ist es definitiv immer noch ein bisschen einfacher und vor allen Dingen, wenn man dann auch die akademischen Möglichkeiten hat. Herr Rosales Miranda, ich bedanke mich, dass Sie hier waren. Vielen Dank für das Gespräch. Okay, danke.